So, als nächstes wird es jetzt um die Türkei gehen. Und zwar sitzt jetzt Lena neben mir, die sich mit dem Thema ein bisschen ja, genauer auseinandergesetzt hat. Und ja, meine erste Frage wäre jetzt eigentlich, das war ja Mitte Juli ungefähr, ne, dass es Genau, diesen ja. Militärputsch gab in der Türkei. Und der richtete sich ja gegen den Präsidenten Erdogan. Und der Putschversuch ist ja gescheitert. Was ist denn seitdem eigentlich passiert in der Türkei? Genau, seit dem 15. Juli hat sich natürlich einiges in der Türkei verändert. Nachdem das türkische Militär versucht hat, den amtierenden Präsidenten Erdogan zu stürzen, dachte man eher, das ist eine Erleichterung, weil dadurch die Gefahr einer Militärdiktatur beseitigt wurde. Es hat sich jetzt aber nach und nach rauskristallisiert, dass Erdogan den Ausnahmezustand des Landes dazu nutzt, seine eigene Macht auszuspielen. Er hat seit dem Putschversuch hunderttausende Menschen aus dem Staatsdienst entlassen und über 30.000 Menschen sitzen eben aus fragwürdigen Gründen in Untersuchungshaft. Damit verstößt Erdogan natürlich klar gegen die Menschenrechte, aber auch die Pressefreiheit ist dadurch extrem beeinflusst. Weil eben Journalisten sich nicht mehr frei äußern dürfen, sondern direkt in Untersuchungshaft kommen. Das heißt, der Zustand verschlechtert sich nach und nach und die Türkei entwickelt sich immer mehr zu einer Diktatur. Da ist dann ja aber eigentlich jetzt die Frage, warum immer noch so viele Menschen hinter Erdogan stehen. Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Die Türkei ist seit dem Putschversuch zweigeteilt. Es gibt einmal die Seite von den Bürgerinnen und Bürgern, die Meinung des Militärs teilen, die eben denken, dass das Militär die Rechtsstaatlichkeit im Land wiederherstellen wollte und das berechtigt war. Es gibt aber andererseits natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, die hinter Erdogan stehen und seine Meinung teilen. Auch wenn Erdogan aber gegen die Menschenrechte verstößt, glauben viele Menschen daran, dass er die Bevölkerung vor einer Militärdiktatur schützen möchte. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die seine Machtspiele da klar erkennen. Ja, wenn du gerade sagst Machtspiele, es gibt ja, also es gab ja ganz, ganz viele Gerüchte auf Twitter und so weiter, dass der Putsch eben nur inszeniert wurde von Erdogan. Ja. Was steckt denn da überhaupt dahinter? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das gründet einmal eben dieser Verdacht einer Inszenierung darauf, dass Erdogan selbst nach dem Putschversuch gesagt hat, dass das eine Gnade Gottes war, dass das überhaupt passiert ist. Und diese Formulierung wirft natürlich einige Fragen auf, wie man sich vorstellen kann. Und auch nach dem Putschversuch wurden einige Listen mit Namen von Menschen aus dem Staatsdienst gefunden, beziehungsweise sind aufgetaucht, die dem Präsidenten eine schnellere Entlassung von diesen Menschen ermöglicht haben, das Erleichtert natürlich, haben. genau, erleichtert haben. Da ist natürlich dann die Frage, wo kommen diese Listen her? Wer hat die erstellt? Warum existieren die überhaupt? Aber man kann jetzt weder definitiv bestätigen, dass eine Inszenierung dahinter steckte, man kann es aber auch nicht ablehnen. Fakt ist einfach nur, dass diese ganzen Reaktionen von Erdogan alle sehr gut aufeinander abgestimmt wirken und das ja, lässt natürlich den Vorwurf oder ja, die Bedenken zu, auf jeden Fall. Inwiefern hat denn der Putschversuch in der Türkei das deutsch-türkische Verhältnis beeinflusst? Das deutsch-türkische Verhältnis ist ein bisschen weitläufiger als jetzt nur dieser Putschversuch. Da muss man einmal, muss man einmal ein bisschen zu den Anfängen des Jahres zurückblicken. Da ist natürlich einmal die Sache mit Jan Böhmermann, dem deutschen Comedian, der Erdogan in seiner Satiresendung beleidigt hat, unter anderem auch als Ziegenficker, was natürlich breit diskutiert wurde in den Medien. Aber nicht nur Böhmermann war da ein Thema, sondern auch die Armenien-Resolution, über der Bundestag im Juni 2016 abgestimmt hat. Da hat sich Herr Erdogan auch sehr echauffiert, dass Deutschland sich in diese Belange einmischt, sagen wir mal. Und ja, wenn man diese ganzen Dinge betrachtet, die früher im Jahr passiert sind, lässt sich natürlich feststellen, das Verhältnis ist angespannt. Die Fronten haben sich verhärtet und man kann nicht sagen, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall kann man hoffen, dass sich das Verhältnis entspannt, weil zum Beispiel auch allein durch das Flüchtlingsabkommen, was auch Ja. sehr umstritten ist, wird die Türkei mit Deutschland verbunden bleiben und Es bleibt abzuwarten, es was bleibt kommen wird. abzuwarten. Wir werden hoffen. Okay, vielen Dank, Lena. Gerne.